Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastelhase. So, ich zeige euch heute mal was ganz anderes als das, was ich sonst mache. Und zwar werde ich heute mal mit euch gießen. Und zwar solche tollen Formen hier. Das geht mit einem Gießharz, was man gut auch innen anwenden kann. Was eben keine Lösungsmittel und sowas hat. Also es ist für Innenräume geeignet. Die ist ganz, ganz toll. Und die Formen, die ich benutzt habe, die sind von La Blanche aus ihrem Shop. Die sind auch super toll. Und das Ganze werde ich jetzt mal mit euch machen. Zwei Dinge brauche ich noch. Ich muss einmal die Waage holen. Und ganz kleinen Moment, ich muss hier mal kurz was mit den Lichtverhältnis machen. Ich glaube, das blendet so zu doll mit der Sonne. Ja, so ist es doch besser. So ist es gleichmäßiger. Es ist schön, dass die Sonne da ist, aber jetzt beim Video machen war es gerade ein bisschen nicht ganz gut. Gut, wie gesagt, ich kann euch den jetzt nochmal zeigen, so sieht ihr vielleicht besser. Das ist einmal der Schmetterling, das ist auch schön, das ist schön leicht, also das wiegt kaum was, aber trotzdem schön stabil. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gleich bricht. Hier habe ich mal angefangen zu färben. Das ist eine Libelle, die ist mir nicht nach dem Rausnehmen zerbrochen, sondern da habe ich beim Füllen einen Fehler gemacht. Da habe ich diese Schüssenräume teilweise nicht ganz richtig ausgefüllt. Dadurch ist mir das dann gebrochen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das schlecht ist, sondern da habe ich einfach den Fehler gemacht. Wenn man sieht, das kann man hier ganz toll anfärben. Das habe ich einfach mit Schwarz angemalt darunter und dann mit hier Gildenwachs so ein bisschen Schimmer drüber gemacht. Und das ist ganz toll. Das Ganze kann man mit den Zahnrädern natürlich auch noch machen. So, und jetzt zeige ich euch mal einmal das Zeug und wie das angerührt wird. Das ist auch total easy, total schnell und es ist auch relativ schnell trocken. So dreiviertel Stunde bis Stunde ist das trocken, so dass man es rausbrechen kann und dann auch färben kann und alles. Das ist total super. Und benutzen tue ich von Troll Factory. Das ist Acrystal Prisma Harz. Und zwar ist das dieses. Das ist einmal das Harz dazu. Und dann braucht man natürlich noch einmal das Puder dazu. Das Ganze wird, genau, ich stelle auch mal drauf, Acrylharz auf Wasserbasis. Das Ganze wird im Verhältnis 2,5 zu 1, also 2,5 Teile von dem Pulver, ein Teil Harz. Das heißt, also ich hatte das beim letzten Mal der Einfachheit gemacht, da habe ich ungefähr für eins angemixt gehabt. Für eins von diesen Schablonen brauchte ich 75 Gramm von dem Harz und dann dementsprechend 30 Milliliter von dem, also 30 Gramm von dem, von der Flüssigkeit. Und wie gesagt, das dann einfach mit dem Eisstäbchen gut durchrühren, das lässt sich super durchrühren, klumpt auch nicht, super schnell und dann lässt sich das super gießen. Ich brauche noch mal kurz, muss mal kurz gucken, ich brauche noch mal kurz so ein kleines Löffelchen, hatte ich eigentlich beim letzten Mal hier mit bei, damit ich das Granulat einfüllen kann. Das hole ich mir mal schnell und dann geht auch los mit dem Anmischen. So, das Brett tue ich mal kurz beiseite. Kurze Info, ich habe mir die auf ein Brett gelegt, die Formen, damit ich die nachher, wenn ich sie zum Trocknen wegstelle, einmal schön gerade und vor allen Dingen, da die ja die sind weich. Natürlich beim Rübertransportieren zum Trocknen lassen schön gerade rüber kriege und da nicht aus Versehen schon biege. Ja. Jetzt kommt mal kurz beiseite das Brett. Ich mache mal kurz Schmierpapier runter. Das sieht jetzt nicht ganz so schlimm aus. Dann braucht man natürlich einmal die Waage. Achso, da ist on. Sollte noch die richtige Seite nehmen. So, wie gesagt, ich will jetzt das Dreifache vom letzten Mal machen. Ich hatte beim letzten Mal 75 Gramm Harz genommen. 75 mal 3, 150, 225. Ich nehme mal vorsichtshalber den Taschenrechner.
Bevor ich da jetzt mal nicht, dass ich mir das falsch zusammenmische. 75 mal 3. Ja, stimmt. Das war jetzt nicht zur Sicherheit. 275. So. Das ist auf Kilogramm. Kann man das nicht auf... Einmal kurz mit der Waage mich zurechtfinden hier. Da ist Gramm. Ich wollte jetzt nicht Kilogramm messen, ich wollte Gramm messen. So. Einmal. Das kann jetzt sein, dass das einen kleinen Moment dauert. So, ich hoffe, es sind ungefähr 10 Gramm. Ich muss mir da mal was Größeres besorgen. Umfüllen. Kann man ja auch einen alten Esslöffel nehmen oder sowas, ne? Den man dann halt nur noch dafür benutzt. Und wie immer, wenn es euch zu lange dauert, könnt ihr hier ein Stückchen vorspulen oder ihr genießt einfach einen Schluck Kaffee zwischendurch oder was auch immer. Das ist ja der Vorteil bei euch. Ihr könnt ja, wenn ihr das Video guckt, vorspulen, Pause machen oder was auch immer. Na, gleich habe ich ein bisschen wie für Kuchen Mehl abwiegen. Und beim letzten Schritt macht man da doch zu viel rein. Punktlandung. Oder fast zumindest. So, gut. Das heißt, das soll rein. Dann brauche ich jetzt 90 Milliliter. Einmal auf 0 stellen. Immer schön zumachen das Ganze. Ich glaube, wir haben das mal über bestellt, glaube ich, über Amazon. Also das Gute ist, hier ist auch eine kleine Milliliter-Angabe drauf. Das heißt, ich kann gucken, dass ich so ein bisschen. Ja, das ist natürlich jetzt aus so einem großen Kanister nicht ganz so einfach. Okay. Das hat jetzt mal sogar schon gar nicht geklappt. Weil ich jetzt aus Versehen der Schüssel durch hier irgendwie Gramm genommen. Sich verstellt. Weil ich einen Topf da reingestellt habe. Das ist natürlich schlecht. Also. Mal erinnern. Wieder mal zurück. Hilft nichts. So, das nochmal messen. Mal kurz was gucken. Ich hatte mal Trichterchen. Ich glaube, Schatz, den hatte ich zum Schluss. Ja, ich hatte ja so mehrere, die hatte ich ja eigentlich sogar. Aber egal, jetzt muss ich nochmal. So, 22 Gramm hat der. Gut, dann weiß ich das jetzt. Ich schreibe mir mal kurz auf, wie viel der Becher hat. Ist denn jetzt einfacher? Ein bisschen vorsichtiger. Ja, und Landung. So, geht doch. Dann können die einmal kurz beiseite. Einmal den Bottich wieder verschließen. Ja, Gott, ja.
die Kleckerei ein bisschen wegmache. Also natürlich jetzt ein bisschen der Nachteil, dass das an so einem großen Bottich ist. Wenn man sich jemand so ein Kleckerfritze ist wie ich, der dann jetzt hier auch die Hälfte daneben schüttet. Ob ich jetzt so viel verschüttet habe oder ob das jetzt noch geht. Ne, passt noch. Kann ich noch. Kann ich noch machen. Gut. So, also dann. Einmal das schön da rein. Und dann fröhlich rühren, rühren, rühren. Natürlich schön von unten nehmen, wie man das halt so macht. Also das ist ja einfach so ein Löffelstiel, ne? So ein Eisstiel oder Zungenspatel oder wie auch immer sich die nennen. Kann man ja bitte A sagen. Also ich auch mal sage, immer gerne sage, da brauchen wir, passt das ja auch gut mit dem A sagen von der, ne? Wie ihr seht, also das geht total easy zu rühren. Also da brauchen wir nicht großartig ein Rührgerät oder irgendwas. Das geht auch super von Hand zu rühren. Das ist natürlich ein bisschen mehr Masse, die ich hier genommen habe, aber so wie das aussieht. Ja, muss ein bisschen was machen. Am Grund noch ein bisschen fest. Also ich habe auch noch nicht viel damit gearbeitet. Das habe ich erst einmal gemacht. War nur dabei schon so begeistert, wie einfach das eigentlich geht. Deswegen habe ich da jetzt noch nicht so die extreme Erfahrung. So. Ja, das scheint gut zu sein. Ja. Ja, bevor ich jetzt aber noch mal ein bisschen nachrühren. Dann brauche ich jetzt das Brett mit den Gießformen. Jetzt fange ich auch mal hier mit diesen Verzierelementen an. Ein bisschen zu gießen. Ein bisschen reinsetzen kann. Schon langsamer, dass sich das schon verteilt. Aber nicht unbedingt zu schnell reingießen. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen nachgeben. Und dadurch, dass das halt vom Material her nachher schön leicht ist, kann man das natürlich super auch noch auf Junk Journals oder Alben oder sogar auf eine Karte so gesehen noch drauf machen, einfach vom Gewicht her. Streichen. Ihr merkt, ich sage gar nichts, das heißt, ich bin konzentriert. Was ist denn da?
natürlich jetzt das so ein kleiner. Nicht wirklich. Jetzt schon hat sich ein kleiner Klumpen eingeschlichen, aber. Ich kann das Ganze noch ein bisschen optimieren beim nächsten Mal. So, hier mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal diesen schönen Schmetterling. Und gerade der ist ja auch echt toll. Sich ein bisschen verteilen. Aber hier ist es gerade so still, man könnte eine Stecknadel fallen hören. Ich hatte früher eine Lehrerin im Biologieunterricht, so in der 5. 6. Klasse. Die hat es dann auch wirklich gemacht. Die hatte immer eine Stecknadel dabei. Und dann sollte die ganze Klasse ruhig sein. Dann hat sie die Stecknadel fallen gelassen. Alle sollten darauf achten, die Stecknadel zu hören. Vorher hat sie nicht mit dem Unterricht angefangen. Wie es halt auch so ist, so 5., 6. Klasse, vorpubertäre Schüler. Das ist auch ja, gerne mal laut. Und ich war da selber nicht besser. Umso mehr respektiere ich alle Leute, die Lehrer sind. Das jeden Tag haben. Ich meine, ich habe es in meiner Zeit als Schulbegleiter ja auch natürlich miterlebt, wie laut das sein kann. Das kann schon anstrengend werden für die Ohren. Na Schatz, siehst du auch so. Ne, Schulbegleiter und Schule kann schon anstrengend werden für die Ohren, ne? Habe ich in meinem Video auch gerade gesagt. Ach so, okay. Na gut, dann sind dass wir, das schon echt eine Herausforderung ist. Und dann sind wir uns ja einig. So wie ihr seht, hier habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Mit der Menge. Wir haben noch mehr Schablonen, Schatz. Ja, ja. Nee, beim Reingießen einfach. Ach so. Ja, aber wenn es nachher so ganz dünn schüssen in einzelnen Teilen ist, geht das noch. Das kann man so ein bisschen einfach wieder wegschneiden. Das ist jetzt nicht so. Wie gesagt, ich habe es noch nicht so oft gemacht. Ich guck mal, dass ich das hier nochmal so ein bisschen anders verteilt kriege. Dass es wirklich nur so eine dünne Schicht ist nachher. Wieder schützen das maximal. Dann geht das. Kann natürlich sein, dass Leute, die jetzt wirklich Erfahrung beim Gießen haben, jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Könnt mir dann gerne Tipps geben. Aber es ist einfach, also dieses, ich bin einfach schwer begeistert von dem, was bei rauskommt. So, wenn jetzt weitermache, mache ich es noch schlimmer.
Zahnräder. Zahnräder kann ich immer gebrauchen. Also wie ihr seht, ich bin bei sowas jetzt nicht der Geschickteste, was so Gießen angeht. Aber mit diesem Harzpfennig und diesen Formen geht das also trotzdem total gut. Und ich wollte es euch vor allen Dingen auch einfach mal zeigen, dass ihr auch einfach seht, dass es an sich auch keine Kunst ist, das selber zu machen. Und vor allem, wie gesagt, das Schöne jetzt bei diesem Gießharz ist halt einfach, dass man den ohne Probleme innen anwenden kann. Also der riecht auch überhaupt nicht. Der hat hier keine, also wenn, dann riecht er maximal so ein bisschen nach Gips oder sowas, aber er hat keinerlei irgendwie großartig chemischen Geruch. Also nicht mal großartig, sogar keinen chemischen Geruch. Beißt nicht irgendwie in der Nase, der Raum riecht nicht danach. Also jetzt nichts, wo man irgendwie Bedenken haben muss, dass man den drinnen anwendet. Mit vielen anderen Harzen ist es ja doch so, dass man so einen stark belüfteten Raum braucht oder eben am besten rausgeht und an die frische Luft. Und ja, das finde ich dann immer nicht so toll. Und das ist ja doch relativ ergiebig dann, was man aus so einer Packung dann rauskriegt. Also aus so einem Paket. Anschaffungskosten sind da dann zwar etwas höher. Ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben. Aber man kriegt ja doch eine ganze Menge raus. Und wenn man mal überlegt, was solche Elemente, wenn man das kaufen würde, auch kostet, das ist ja schon enorm. Also insofern. Ich glaube, die Glitzer-Else ist das, die macht ja auch viel oder hat auch viel und sowas mit Gießen gemacht. Auf dem Kanal. So, Schlüssel sind auch immer gut. Ja. Das ist nur mein Handy, was jetzt schon durch rumbammelt. Die üblichen Meldungen. Vergessen, das auf leise zu stellen. Das Element hier machen wir auch noch mal. So schön reingießen. Das ist auch ein Schloss, ist das hier jetzt. Das ist der Bügel. Wie man sieht, ist die Menge, die ich gemacht habe, für diese drei. Formen auch fast genau ausreichend. Ein bisschen mehr hätte sein können. Sehe ich gerade. Gucken, ob ich den Schlüssel noch kriege. Der sagt nicht. Ja, wenn man das ein bisschen vorsichtiger macht mit der Menge beim Eingießen, nicht ganz so viel über den Rand macht wie ich. Kriegt man natürlich auch noch mehr raus. Ja, gut, den Schlüssel kriege ich auch noch. Man kann natürlich auch mit kleineren Mengen arbeiten und dann einfach im Zollzoll schnell mal neu anmischen. Das ist jetzt ja nicht so, dass das mit dem Anmischen so ewig lange dauert. Das ist natürlich auch ganz gut. Der Rest ist jetzt, sehe ich gerade, auch schon ein bisschen zähflüssig. Also eventuell habe ich nicht genug gerührt. Ja, ist schon ein bisschen fest. Wahrscheinlich habe ich doch den Grund teilweise nicht ganz genug aufgerührt oder einfach auch zu viel Menge gemacht für die Zeit, die ich jetzt gebraucht habe. Wie gesagt, das hat ja auch eine Trocknungszeit von 40 bis 90 Minuten nur. Das ist natürlich schon relativ zügig. Gut,
So, das Ganze lege ich jetzt beiseite zum Trocknen. Dann mache ich hier meinen Arbeitsplatz sauber und dann zeige ich euch nachher das Ergebnis. Bis dahin, liebe Grüße. So, ihr Lieben, nun habe ich das Ganze fertig gegossen gehabt, ausreichend getrocknet gehabt und schon mal rausgeholt aus den Formen. Wie ihr seht, muss man dabei vorsichtig sein. Also ich vermute mal, dass ich beim Gießen das noch nicht ganz richtig gemacht habe. Dieser Schlüssel ist leider nicht ganz rausgekommen. Und leider auch wieder bei der Libelle. Diese ganzen kleinen filigranen. Da gehören eigentlich noch so Fühler ran und so. Ich vermute mal nach wie vor, dass ich da einfach noch Erfahrung brauche. Ein bisschen, wahrscheinlich habe ich Lufteinschluss der Schüssen gehabt. Aber so kriegt man eine Vorstellung, wie das aussieht. Also es liegt nicht am Harz, sondern es liegt eindeutig an mir. Wahrscheinlich war ich auch beim Rausbrechen wieder. Ich bin oft so ungeduldig für sowas. Aber zum Beispiel dieser Schmetterling ist wieder super klasse geworden. Dieser Schlüssel ist auch Wahnsinn, finde ich. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn man über die Seite rüber gießt und hier nachher noch so, hier sieht man das noch, so Reste hat, die eigentlich nicht rangehören. Wenn das richtig trocken ist, kann man die teilweise einfach so ein bisschen vorsichtig abknipsen oder auch abfeilen vorsichtig. Oder auch vorsichtig mit dem Cutter so ein bisschen abschleifen, ne? So ein bisschen abschaben. Habe ich alles ausprobiert. Das geht alles. Ich bin gerade am Gucken. So ein Cutter-Set hier. Hm. Ich würde das nochmal zeigen. Also ich bin auch immer noch mit meinen Nebenhöhlen beschäftigt. Deswegen hat das Ganze jetzt hier auch ein bisschen länger gedauert. Muss jetzt auch Antibiotikum nehmen. Und bin daher auch so ein bisschen wuschelig im Kopf. Also wundert euch nicht, ne? Wenn ich noch ein bisschen verpeilter bin als sonst. So, das nur am Rande. Wie ihr seht, kann man damit herrlich so ein bisschen, ne? Das ganz einfach vorsichtig ein bisschen, das übersteht, ein bisschen wegkratzen. Ja, und dann kann man theoretisch mit ein bisschen Schleifpapier oder einer kleinen Feile oder so das noch so ein bisschen schön feilen, wenn man möchte. Aber es geht auch mit dem Cutter schon ganz gut. Ja, ein bisschen vorsichtig, dass man keinen Klinken reinmacht, aber es geht, wie ihr seht, soweit ganz gut. Und das nur am Rande. Muss man kurz wieder wegpacken. Sonst besteht hier Verletzungsgefahr. So, und dann habe ich schon mal ein bisschen das grundiert. Das habe ich mit schwarzer Acrylfarbe grundiert. Kleiner Tipp, nehmt ein bisschen was Besseres. Also ich habe dafür jetzt diese Multi-Surface von Ideen mit Herz genommen, weil die eine gute Deckkraft hat, habe ich festgestellt. Hier sieht man das in der Mitte. Hier habe ich das mal mit so einer einfachen, dieser Standard-Acrylfarbe für 1 Euro aus der Tube versucht. Und wie ihr seht, die deckt nicht so gut auf diesem Material. Also da müsste man mehrmals rüber gehen und das vorher behandeln. Mit der anderen Acrylfarbe von Jettenmeier bin ich da, Idee mit Herz, bin ich da einmal rüber gegangen und es hat gedeckt. Also da lohnt es sich durchaus, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und was Hochwertigeres zu kaufen, weil das Ergebnis einfach besser ist. Und hier habe ich auch schon mal angefangen, das Ganze einfach mit ein bisschen Vergolderwachs einfach so ganz leicht zu färben. Und wie ihr seht, ich hoffe, ihr seht das, ich komme nochmal näher. Ne? Da bin ich jetzt einfach nur mal so ganz schnell rübergegangen. Hat man aber wunderbar, dass man die Details auch nochmal rausgearbeitet kriegt. Und das sieht einfach klasse aus, finde ich. Also ich finde es wirklich richtig super. Und hier werde ich jetzt nochmal ein bisschen färben. Ich habe mir mal ein bisschen was mitgenommen und zwar will ich jetzt einmal versuchen mit diesen Royal Flash Farben in Kupfer. Die sind ja auch von Ideen mit Herz. Nein, auch da bin ich nicht gesponsert, sondern die haben wir hier und ich finde die gut.
Ach so, mein Prinz wäre runtergefallen. Oh, da habe ich ihn wieder auch geholt. Kleinen Moment, ich muss mal tauchen gehen, scheinbar. Nein, da habe ich ihn hingelegt. Okay. Ja, die schönen glänzenden Kupfer. Und dann gehe ich da jetzt einfach mal ein bisschen rüber. Wie ihr seht, hat man da auch schnell einfach einen schönen Effekt. Mit dem Vergolderwachs geht es etwas besser, weil der nicht so in die Löcher reingeht. Ich habe wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu viel auf dem Pinsel drauf. Ja. Ein bisschen vorsichtig rübergehen. Naja, gut, mit Vergolderwachs würde es jetzt wirklich besser gehen. Es geht natürlich, es geht auch damit, gerade wenn man größere Flächen hat, geht es natürlich auch damit. Ja. Man sieht, das ist auch schon mal soweit ein doch recht guter Effekt, finde ich. Wir mal schnell. Das ist jetzt alles ja auch mal schnell so eben nebenher gemacht. Ich muss auch sagen, das sind so Dinge, da habe ich noch nicht so die Übung drin. Jetzt ein bisschen was von den Fingern kriegen hier. Vom Pinsel schon mal ein bisschen runternehmen, weil er gleich hart ist. Dabei empfiehlt es sich definitiv immer Feuchttücher am Tisch zu haben, damit man sich zwischendurch mit die Finger sauber machen kann. Weil gerade dann, bevor man mit der nächsten Farbe arbeiten möchte, ist es natürlich gut, wenn man so ein bisschen sich das säubern kann. Dann haben wir hier einmal dieses gute Inka-Gold. Da nehme ich jetzt mal Kupfer. Meins ist schon ein bisschen eingetrocknet. Da habe ich nicht aufgepasst. Geht aber. Ne? Also dadurch ist es halt ein bisschen dicker. Lässt sich nicht ganz so gut verarbeiten. Aber es geht erstaunlicherweise immer noch. Es gibt wohl auch irgendwie einen Trick mit destilliertem Wasser, wie man dieses wieder ein bisschen flüssig kriegt. Da soll man dann irgendwie so kleine Schlitze reinmachen, destilliertes Wasser rein, Frischhaltefolie drüber, sodass das da in die Schichten wieder einziehen kann. Aber wie ihr seht, auch das einfach schnell ein toller Effekt. Ja, wie man sieht mit Vergolderwachs und dann so ein bisschen auf dem Finger, kriegt man natürlich diese ganz feinen Linien. Natürlich etwas sauberer bearbeitet, wenn man jetzt nur die möchte. Ne? Sieht man jetzt hier. Ja, doch, kommt rüber, ne? Könnt ihr sehen, glaube ich. Ja, doch. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Ja, sieht man. Ne? Und damit hat man das ratzfatz so ein bisschen übergefärbt. Das Schöne an dem Vergolderwachs ist natürlich auch, das ist ja egal von welcher Firma jetzt. Ich meine, der von Inka Gold, von Viva Decor ist gut. Aber ich glaube zum Beispiel der von Craft, das ist glaube ich auch sehr gut. Und da kann man natürlich so ein bisschen feiner auch mit arbeiten, dass man so ein bisschen, ich sag mal, nur so anhaucht. Ne? Kann hier die Nieten so ein bisschen vorarbeiten, dass dann eben so ein leichter Kupfereffekt ist. Ne? Also kann man wirklich nachher tolle Sachen mitmachen. Und wirklich, das ist total leicht, aber trotzdem einigermaßen stabil. Es bricht einem halt nicht gleich, was natürlich auch einfach gut ist. Und was ich so noch festgestellt habe, was natürlich gerade gut geht, hier sind ja auch diese etwas größeren. Wenn man die schön färbt und dann, also das ist jetzt einfach mal so ein Die-Cut von Sabaria, da noch so ein Schildchen rein. Das ist doch der Klassiker. Man könnte sich natürlich auch ein Schild ausdrucken, mit dem Namen drauf, von dem, wer das vielleicht geschenkt kriegt oder so. Oder einfach noch einen Spruch, den man hier reinklebt oder wenn man was Passendes hat, so ein Schildchen. Aber ich finde, das ist natürlich nochmal ein super Effekt. Und was ich auch schon festgestellt habe, was auch geht, um die zumindest schon mal Grund zu färben, mit diesen Twinmarkern von Action, lässt sich dieses Material hervorragend färben. Ja, das ist nochmal ein bisschen ein anderer Effekt als mit dem, wenn man
das die Acrylfarbe nimmt. Vorteil hier, das ist etwas schneller durchgetrocknet als die Acrylfarbe. Und ne, deckt auch beim ersten Mal schon gut. Und damit hat man das auch schnell mal angeschwärzt. Und dann ist natürlich jetzt hier, wenn man das so sieht, natürlich der Effekt noch viel besser. Da kann man jetzt natürlich nicht so gut dann mit der nächsten Farbe rübergehen. Die deckt da dann wahrscheinlich eher nicht. Beziehungsweise das habe ich noch nicht ausprobiert von den Twin-Markern. Aber ich vermute mal, dass das nicht funktioniert. Aber da kann man natürlich auch nachher mit Vergolderwachs rübergehen. Und auch der haftet da drauf, wie man sieht. Nur man sieht das jetzt nur so leicht. Ich weiß nicht, ob das im Video so richtig gut rüberkommt. Kommen wir mal ein bisschen näher. Ne? Aber wie ihr seht, ist auch da der Schimmer von dem Vergolderwachs drauf. Und hat natürlich so noch mal ein bisschen mehr Schimmer als auf diesem anderen Schwarz. Also einen etwas anderen Schimmer. Ne? Wie ihr seht, das Harz geht so gut zu verarbeiten, lässt sich soweit gut gießen. Beim Rausnehmen muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, ich habe das auch noch nicht oft gemacht. Also das ist jetzt mein zweiter Versuch. Natürlich habe ich da ein bisschen Bruch bei, aber insgesamt muss ich sagen, ist das da schon echt gut geworden. Und auch zum Beispiel hier dieses Schloss, was dabei ist, ist super toll. Ich habe auch noch wesentlich mehr Formen hier. Ich werde auch mal wieder gießen. Ja. Und auch dieser Schlüssel ist einfach so Wahnsinn, finde ich. Also der könnte gut, ich weiß nicht, wer von euch die Serie Lock and Key kennt, die gibt es auf Netflix, das könnte gut auch so ein Schlüssel von denen sein. Das könnte irgendwie der Kopfschlüssel sein oder so. Oder der hier und da Schlüssel. Also ich finde, der ist irgendwie total spitze. Ne? Oder auch hier, der hier. Ne? Und auch hier dieses Element. Also wie gesagt, das sind tolle Sachen, die da rauskommen mit den Gießharzen. Kann man tolle Sachen mitmachen, wie gesagt, relativ schnell. Man kann es drinnen machen, ohne Probleme. Es gast nicht vor sich hin, es riecht nicht. Also braucht man keine Angst haben, auch wenn man Haustiere hat oder sonst was. Kann man ohne Probleme zu Hause in der Wohnung machen. Man braucht also nicht irgendwie schönes Wetter und Balkon oder sowas. Was ich ja super finde, das war ein Grund, der mich immer ein bisschen zurückgehalten hat, weil da immer sehr viel draufsteht von nur im Freien verwenden und da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber wie ihr seht, damit finde ich, geht das wirklich total super. So, das war jetzt einfach mal mein erstes Video zum Thema Formen gießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen und ich war nicht zu verpeilt. Lasst mir doch gerne einen netten Kommentar da, einen Daumen hoch, auch wie es auch einfach gefallen hat. Ja. Ich freue mich dann immer, wenn ich euch was zeigen kann. Ja. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, ja auch mal das auszuprobieren. Ja. Könnt mir dann gerne eure Ergebnisse zeigen. Unten in der Videobeschreibung steht ja der Link zu unserer Facebook-Gruppe. Da könnt ihr gerne reinkommen und auch eure Arbeiten dort zeigen. Und dann kann man sich da mal austauschen. Wenn ihr immer gegossen habt, das zeigen, da würde ich mich auch einfach drüber freuen. Und dann noch mal kurz der Hinweis. Jetzt am Sonntag, den 27.03. sind wir in Schwentinenthal auf dem Künstlermarkt. Also jetzt Sonntag ab 11 Uhr bis 17 Uhr in der Schwentinenhalle. Das ist in der Aubrog 6 in Schwentinenthal, Reisdorf bei Kiel. Postleitzahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Schreibe ich sonst aber auch gerne nochmal unten in die Infobox. Gut, meine Lieben, an dieser Stelle bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.